Hallo, ich bin Ella und das ist Kiet und wir sind heute im Dämon. Das ist dein Restaurant, richtig? Genau, ich bin einer der Küchenchefs vom Dämon Restaurant. Wir haben seit 2,5 Jahren auf und ja, wir kochen koreanisch Fusion Kitchen. Geil, was machen wir heute? Heute machen wir eine marinierte Maispolanbrust mit gerösteten Blumenkohl, dazu schwarzen Couscous, schöne Soße dazu. Ja. Klingt sehr gut, klingt aber auch schwierig. Nicht so kompliziert. Ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir los. Fangen wir an. Womit geht's los? Wir fangen einfach mit dem Blumenkohl an. Okay. Den müssen wir kleine Röschen rausschneiden. Perfekt. Achtung, scharfes Messer. Ich zeige dir das mal. Ja. Den Stumpf rausschneiden. Wir schneiden hier die Röschen raus und dann ziehst du es einfach so raus. Ah, alles klar. Also ich schneide jetzt beim Blumenkohl hier so in die Röschen, damit ich die einzeln lösen kann und so kleine, hübsche Röschen habe, die wir dann rösten können. Als nächstes, wir haben das Blumenkohl würzen. Dazu brauchen wir Salz. Ich kann nicht so gut würzen, sag mal Bescheid. Einfach. Genau, frischen Pfeffer dazu. So. Machen wir da auch noch Öl drauf, damit genau. Das drauf. Okay. Genau, wir machen jetzt noch Öl drauf. Ja? Danach kommt es dann in den Ofen. Für eine halbe Stunde circa bei 165 Grad. Jetzt machen wir die Marinade. Was kommt da rein? Genau, was wir brauchen, ist Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Knoblauch ist in der koreanischen Küche verwurzelt. Nehmen wir Chili für die Schärfe. Mhm. Und natürlich Ingwer. Du machst das mit den Chilis, ich mache das okay? Mit den Chilis. Knoblauch. Wie viel brauche ich? Wir nehmen die zwei Knollen. Die kompletten? Genau, die kompletten. Geil. Einfach auf schälen. Du bist mein Freund. Finde ich gut. Ja, Knoblauch muss immer sein. Auf jeden Fall. Ja, die Kerne mache ich weg, weil da sehr viel Schärfe drin ist in den Kernen und in den Fasern. Ich habe mal den Trick gelernt, dass wenn man Knoblauch quasi, wenn man da die Schale abmachen will, dass man da so raufdrücken soll. Genau, dann zerplatzt es und dann kostet genau, das dann kann ich es leichter abmachen. Das ist auch der beste Trick, den du kennst. Genau, das mache ich auch so. Ich kenne einen Profi-Trick. Wow. Das machst du super. Alles gut. Mitarbeitermotivation, das machst du super. Das machst du ganz toll. Ja, fein. Wir haben jetzt den Ingwer, den Chili und den Knoblauch. Dazu machen wir jetzt Rapsöl, vierjährige Sojasauce. Da legen wir jetzt die Maispolade rein. So, was wir machen, ihr könnt auch normale Haushaltskochbeutel nehmen. Ja, soll ich oder, das aufhalten? Genau. Normalerweise ist es besser, wenn man es einen Tag ziehen lässt. Ja. Aber wir machen es jetzt. Aber ich habe Hunger. Genau, dann machen wir es innerhalb einer Stunde. Geil, finde ich gut. Aber das passt schon. Wie lange kochst du schon so? Muss ich überlegen, circa 9 Jahre. Krass. 9 Jahre, ja. Lange her. Ich habe vorher im Hyatt gearbeitet, davor noch woanders, in der Brasserie Franke, war kurzer Zeit in Israel, kurz arbeiten und ja, bin dann hier gelandet. Deswegen passt das ganz gut mit dem Fusion, ne? Weil genau, du so viel schon ich gesehen auch hast. Verschiedene Sachen gemacht und alles kombiniert und ja. So, jetzt haben wir den Blumenkohl im Ofen und wir haben die Polade im Kühlschrank. Was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir den Couscous. Okay. Dazu brauchen wir natürlich Couscous. Der sieht aber jetzt nicht schwarz aus. Der ist nicht schwarz. Den werden wir natürlich einfärben durch Epiantinte. Okay. Das ist die Tinte von einem Tintenfisch. Sieht aus wie Tinte, aber essbar. Die Menge von Flüssigkeit und Couscous ist 1:1. Also wir brauchen ein Teil Couscous und ein Teil Brühe oder Flüssigkeit, halt, was wir machen wollen. Das ist Gemüsebrühe. Mhm. Das könnt ihr auch ganz einfach zu Hause machen, wenn ihr Gemüseabschnitte habt. Ja. Einfach aufbewahren. Stiele, alles. Petersilienstiele, Wurzel, alles, was ihr habt. Einfach in Wasser, kaltes Wasser und kurz aufkochen. Eine Stunde habt ihr schon Gemüsebrühe. Dazu brauchen wir jetzt die Sepiantinte. Also wir machen 2 Löffel. Wir wollen die ja nur einfärben. Ja. Umso mehr du reinmachst, umso dunkler wird es natürlich. Okay. Um noch ein bisschen Geschmack reinzukriegen. Knofi. Ein bisschen Knofi. Ja, so macht das der Profi. Ja. Ich nehme die einzeln auseinander und pull alle einzeln. Du musst auch nicht schneiden, so ein bisschen Geschmack haben. Ja. Du kannst auch eine Chili-Schote reinmachen. Einfach unten einfach reinwerfen. So wie sie ist. Genau wie sie ist. So, das müssen wir jetzt aufkochen. Okay. Ich hab Hunger. Hunger hast du und ja, Zwischenzeit müssen wir Schalotten schneiden für den Couscous. Da gucke ich dir am besten genau, zu. Da kannst du zugucken, wie ich es mache. Zwiebel schneiden? Oh, ich muss dringend weg. Gibt es irgendwas, was du nicht gern isst? Ich esse alles. Alles? Ich esse wirklich alles. Ich finde, als Koch sollte man auch alles mal probiert haben. Der räumt immer gleich wieder auf. Ja, das bei mir sieht es immer aus wie Sau, wenn ich gekocht habe. Das ist relativ viel, sieht es aus. Aber ich finde persönlich immer viel Schalotten, wenn man es anschwitzt, halt mit Zucker, ein bisschen Salz. Das parfümiert das Essen sehr. Das ist wie so ein natürlicher Geschmacksverstärker. Wir schwitzen die kurz an, glasig, ruhig ordentlich ran. Das karamellisiert halt ein bisschen. Ja? Jetzt können wir den Couscous fertig machen. Der Sud. Das ist unser Blumenkohl. Der Blumenkohl ist fertig. Ja. Yeah. Und fertig. So, jetzt hat das gekocht und jetzt machen jetzt wir damit einfach zusammen. Genau, wir können das einfach hier rein. Sie ist ziemlich schwarz. Krass. Und dann einfach nur ziehen lassen. Ach, gar nicht kochen, der kocht nicht, der Couscous zieht immer.
warum deckst du das jetzt ab? Ich stecke das ab, damit der Dampf noch drin bleibt, damit okay. Die gewisse Resthitze noch drin bleibt. Also jetzt hast du hier lauter Gewürze gesteckt. Genau. Was ist das alles? Wir haben hier einmal Salz, dann ein Yuzu, das ist ein Zitrusfrucht, ja. Eine japanische und unsere Sojasauce wieder. Wir haben unsere Schalotten hier, ja. Karamellisiert. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Chili geschnitten, natürlich ja. Ein bisschen rein dazu und ein bisschen Sesamöl. Ich habe jetzt Mörderhandschuhe an und vermute, dass ich jetzt mit den Fingern in den Couscous gehe. Genau, du musst ihn durchrühren mit den Händen, damit es locker bleibt. Es fühlt sich ziemlich heiß an und genau. Ein bisschen wie, ich weiß auch nicht, wie matschiger Sand am Meer. So ein genau, bisschen. Könnte man so sagen. Wie geil ist das denn? Vielleicht anders, ne? Das ist richtig noch ein bisschen lecker. Zucker. So, jetzt habe ich aufgepasst. Es fehlt ja noch was. Genau, wir müssen ja die Soße noch machen richtig. Für die Maispoulade. Dafür haben wir jetzt hier Gochujang heißt das. Das ist ja. Koreanische Chili-Paste. Nehmen wir 2 Löffel dafür. Sesamöl. Und das ist Mais-Sirup. Das okay. Ist für die Süße. Man kann aber auch Honig nehmen. Du siehst, das ist so eine Art Soße. Das gerne mal. Ist nicht so scharf, es geht. Schmeckt mega geil. Der Typ ist ziemlich cool. Und ich lerne ziemlich viel. Ich habe ein bisschen Angst, dass es am Ende mega scharf wird. Aber das war jetzt eben wirklich nicht schlimm. Ich habe gedacht, es wäre ganz scharf, aber es war echt angenehm. Also das nächste, was du jetzt machen wolltest, war Kimchi. Genau, was Kimchi. Was zum Henker ist das? Kimchi ist eine Art Fermentation. Ja? Das heißt, wir legen Gemüse ein, okay. In Chili, Knoblauch, so eine Art Marinade. Lassen es draußen bei einer bestimmten Temperatur. Ja? 2-3 Tage und durch die Fermentation wird das Kimchi sauer, ah. Weil es Milchsäurebakterien entstehen. Ah. Das hat man früher gemacht in Asien, um Sachen haltbar zu machen. Ja, wenn du sagst 2-3 Tage, was können wir das dann heute nicht probieren? Ich habe was vorbereitet, natürlich yes. Vor 2 Tagen. Perfekt. Und was wir hier haben, ist Chinakohl. Ja. Du lässt es auch so einfach, ganz im Blättern. Und wir salzen den ein bisschen. Das müsste jetzt eigentlich 2 Stunden jetzt im Kühlschrank stehen. Wir brauchen Knoblauch wieder. Knoblauch. Brauchen wir ein bisschen Obst. Dazu nehmen wir die Birne. Witzige Mischung, Birne und Knoblauch. Mhm. Dazu gibt es noch Ingwer dazu natürlich. Wir nehmen kein Leitungswasser. Du darfst mixen. Okay, und durch die Chiliflocken ist das jetzt so eine homogene Masse geworden? Genau, das ist ein bisschen fester geworden, siehst du ja. Deswegen hast du da auch so viel reingehauen. Ja, genau. Ah. Ah, das war anscheinend ein bisschen zu viel. Ihr wollt posen, ne? Ich genau. Ein bisschen angeben. Das kippen wir jetzt hier rein. So, jetzt haben wir das in Gläsern gefüllt. Und was wir herausgefunden haben, wir machen einen Handschuh auf. Weil es cool aussieht. Und nein, weil bei der Fermentation entstehen natürlich Gase. Ja. Und wenn der Handschuh hochkommt und Hallo sagt, ist das Kimchi fertig. Sehr geil. Jetzt haben wir ja noch die Poulade offen, genau, richtig? Die müssen wir jetzt anbraten und zum Schluss im Ofen. Und dann grillen wir die nochmal für den Grillgeschmack. Das ist unser Ergebnis. Das sieht richtig lecker aus und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Das probieren wir gleich. Wenn ihr das ausprobiert und ihr seid krass und ihr kriegt das hin, dann verlinkt uns gerne mit dem Hashtag Flipfood. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, dass ich noch mehr Köche besuche, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Hier findet ihr weitere Videos, abonniert den Kanal und zu Kiel findet ihr auch noch ganz viele Informationen in der Infobox. Ich würde sagen, wir probieren. Genau. Hoffentlich schmeckt's. Mit Sicherheit. Lecker. Haben wir gut gemacht. Hast du gut gemacht? Zusammen. Mmh.